Der Chef hat einen neuen Wagen. Also ich finde das ganz gut. Wir haben ihn etwas limitiert in der Geschwindigkeit, damit er nicht zu schnell läuft, aber es funktioniert gut. Das ist an sich ganz angenehm. Wissen Sie, Sie sind viel dichter an der Pflanze. Und dicht an der Pflanze zu sein, das ist das Erfolgsrezept von Jan-Dieter Bruns. Ihm gehört eine Baumschule, eine der größten Europas. Baumschule Bruns in Bad Zwischenahn. 500 Hektar, 300 Mitarbeiter, über 100 Trecker, Stapler und Bagger. Der Baumschulchef hat zwar ein Büro, aber da ist er zurzeit nur selten. Ja, Jan-Dieter Bruns? Okay, ich komm gleich raus. Ich bin gleich unten bei Ihnen. Bis dahin. Ja, tschüss. Hochsaison in der Baumschule. Und der Chef muss alles im Blick haben. Ja, jetzt ist natürlich viel Arbeit. Es wird alles grün. Auf der anderen Seite müssen wir noch herausnehmen und umpflanzen. Also das ist jetzt eine kribbelige Zeit. Muss man die Nerven behalten und weitermachen und sehen, dass man das alles hinkriegt. Gut, weiter. Ein bisschen rechts rüber lenken gleich. Bis zu 50 Sattelschlepper werden pro Tag beladen mit Pflanzen für die ganze Welt. Vom japanischen Zwergahorn bis zum Mammutbaum. Moin, herzlich. Wie sieht's denn aus? Ja, stramme Versandlage. Ja, heute, ne? Also, wie haben wir denn? 45 LKWs. Ja. Jens Hartwig leitet den Verladehof. Allein der ist 10 Fußballfelder groß. Herr Hartwig ist schon lange bei uns. Also, wir machen das schon viele Jahre zusammen. Und, er ist studierter Biologe, aber er hat sich hier bei uns dann als Student mal eingearbeitet und ist dann nach dem Studium bei uns geblieben. Ich glaube, es sind immer 33 oder 34, meine ich, auf einer Palette drauf. Jetzt müssen innerhalb weniger Wochen hunderttausende Bäume verladen und verschickt werden. Das sind 311 sind hier. Ja, und da sind noch mal 140 sind noch mal in den Gitterboxen drin. Wenn die Pflanzen zu weit ausgetrieben haben, geht das nicht mehr. Bis zu 12 Stunden dauert die Schicht auf dem Verladehof in diesen Wochen. Ja, die fangen schon an zu treiben. Und der Chef schaut jeden Tag mal vorbei. Nein, es ist schon wichtig zu wissen, was los ist, was sich tut, wie weit die Pflanzen schon im Trieb sind, wie weit wir noch gehen können. Also wie lange wir noch ausliefern können. Es ist schon gut, dass man da jeden Tag ungefähr Bescheid weiß, was läuft. Ja, die Leute freuen sich auch, wenn der Chef bei in solchen Zeiten noch mal da ist. Ne? Nein, also man muss schon. Das ist, also, man muss auch Unterstützung geben, genau, natürlich. Ne? Dann freut man sich ist schon. Vor allen Dingen, wenn es abends lange dauert. Ja. Fahranhänger stehen da ja noch. Aber die sind stark im Maß. Nicht? Die sind schnell noch den Großauftrag kontrollieren. 40 Bäume für Moskau. Die gehen in Gorki Park in Moskau, ja. Wird heute noch geladen? Das wird heute noch geladen. Ja. 2 LKWs heute. Und sind dann die eine Woche unterwegs und dann werden die in Moskau gepflanzt. Ja. Ne? Wir haben das Olympiastadion in London geliefert in den letzten 2 Jahren. Wir liefern jetzt den neuen Zoo in Paris. Der wird gerade renoviert in Vincennes. Das ist ein großer Auftrag. Also die EZB in Frankfurt sind auch die ersten Bäume jetzt geliefert worden. Sogar vor dem Eiffelturm stehen Bäume aus Bad Zwischenahn. Also was sehr wichtig ist, mein Vater hat mich gleich in jungen Jahren ins Ausland geschickt. Und er sagte, bevor du nicht 2 Fremdsprachen fließend sprichst, ich war ein Jahr in Frankreich, ein Jahr in Amerika, in England, also Englisch, Französisch, ist es schon wichtig für den Export, dass man die Sprache spricht. Also heute würde ich sogar noch nach Osteuropa gehen und versuchen, Russisch zu lernen. Jedes Jahr werden hier Pflanzen im Wert von 50 Millionen Euro verkauft. Also wir brauchen noch 2 schöne, ausgewachsene Amelanchen. Ja. Die finden wir am besten hier vorne. Ja, ich denke auch. Wir schauen mal. Ich glaube, die erste könnte schon gehen hier. Ja. Wir gehen mal eben hoch. Wir haben einen Kunden, der hat 2 Felsenbeeren nachbestellt gerade eben. Und die müssen wir noch schnell auf den LKW mitbringen. Und die müssen ungefähr so 3,5-4 Meter hoch sein, so 2-3 Meter breit. Die ist auch so ein bisschen leicht überhängt. Nehmen wir die dazu. Ja. So eine Felsenbirne kostet um die 5.000 Euro. Wunderschön in der Blüte jetzt, nicht? Ja. Der richtige Moment. Fünfzehn Jahre ist sie alt. Das Ausbuddeln dauert gerade mal eine Minute. Ja.
Früher, mit Spaten und Schaufel, dauerte das Stunden. Auch die Eibenhecke für den Kunden wird vom Chef persönlich ausgesucht. Denn Jan-Dieter Bruns ist immer noch am liebsten nah an seinen Pflanzen. Ich bin als Kind schon mitgelaufen, wenn mein Vater mal am Sonntag in die Baumschule fuhr, häufig durch die Baumschulquartiere und brachte Etiketten, also auf denen die Pflanzen, die zum Versand kommen, stehen, bin ich häufig mit gewesen. Das wird so vermittelt und dann wachsen die damit auf und wenn man selber dann Verantwortung übernimmt, auch Kundenkontakte hat und so, dann werden sie infiziert und dann wird es immer mehr und dann begeistern sie sich dafür. Über 800.000 Pflanzen warten in der Baumschule auf ihre Käufer. Besonders stolz ist Jan-Dieter Bruns auf den Rhododendron-Park. Und auf einen Rhodo-Experten. Moin, Herr Heiting. Moin, Herr Bruns. Haben Sie, wir wollen ja gerne die Taufe mit Tullung durchführen. Ja, haben Sie sich mal Gedanken gemacht, welche man nehmen können? Hier vorne, das ist so eine kräftige Sorte, schön kräftig in der Blütenfarbe. Ein Rhododendron soll getauft werden. Auf den Namen des Bauunternehmers Tullum, ein Freund von Jan-Dieter Bruns. Ich würde sagen, in Ostfriesland kennt ihn jedes Kind. Er ist da sehr bekannt. Und Tullum, das werden wir erleben, ist einfach ein ganz besonderer Mensch. Und da hatte ich den Gedanken, dass wir ein Rhododendron auf seinen Namen taufen. Geh mal her, ich kann auch gut fotografieren. Solche Taufen haben eine lange Tradition. Also diese hier, die mache ich mal. Das ist eine sehr schöne Blüte. Und jetzt stellen Sie sich mal daneben, hat er so ein klein bisschen den Größenvergleich. Friede Springer, Henry Nannen, Christiane Herzog und Marianne von Weizsäcker. Ja, das passt. Alle bei Bruns gezüchtet. Optimal. Das ist die gleiche Serie, aber das sind andere Blüten da. Mhm. Und alle vom Rhodo-Experten Gerd Eiting. Ja, sieht man schon. Ja. Ich bin ja schon fast 40 Jahre hier bei Bruns und 40 Jahre hier im Rhodo-Park, mehr oder weniger. Und Rhododendron ist eine Leidenschaft. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Das ist ähnlich wie mit Rosen oder Orchideen. Ich kann mich Tag und Nacht mit den Dingern beschäftigen. Und es gibt immer wieder was Neues und es gibt immer wieder irgendwas, was faszinierend an der Pflanze ist. Ich denke, wir haben alle diese Leidenschaft für Pflanzen in uns. Und sicher, man braucht aber eine gewisse Leidenschaft, sie brauchen sie auch einfach. Nicht? Sie brauchen sie für die Produktion, sie brauchen es für den Vertrieb, für den Verkauf. Aber das haben alle, ich glaube, alle unsere Mitarbeiter, das verkörpern wir auch auf alle, nicht? Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir sind alle mit Liebe sonst und mit wir Spaß nicht hier. Dabei. Direkt neben dem Rhododendron-Park produziert Jan-Dieter Bruns Pflanzen für Gartencenter. Doch die machen in diesem Jahr ein wenig Sorge. Langer Winter, späte Gartensaison, wenig Bestellungen. Die Azaleen, die sind relativ weit in Blüte. Die müssen jetzt auch zum Kunden, damit sie noch abfließen können. Also der Privatmann will natürlich eine blühende, halbblühende Azalee haben. Und das geht hier so gerade noch. Also wir müssen da relativ schnell arbeiten. Das Lager ist noch viel zu voll. Also man macht sich schon mal Gedanken, dass es immer so funktioniert. Jedes Jahr von neuem. Mann, Herr Reinhardt, das ist ja ein Ding. Schön, Sie zu sehen. Ja, wirklich. Bei Heiko Reinhardt ist Baumschulchef Bruns damals in die Gartenlehre gegangen. Genau, für unser. Für unser. Irgendwann wurde der Lehrling dann zum Chef. Das ist gut. Und Sie sehen gut aus. Ja, haben Sie gut gehalten? Ja, wirklich. Ja, ich war damals gerade 18 Jahre alt. Und da hatte ich bei Herrn Reinhardt in Urwege gearbeitet. Und er hat aber Kraft gehabt und Zug. Und das war gewaltig. Und da mussten wir alle spuren. Und da habe ich bei ihm das Laufen gelernt. Wir waren früher per Du, nicht? Jan-Dieter und Herr Reinhardt oder so. Und aber als er da richtig kam in Betrieb rein, da war das Herr Bruns. Und da konnte ich sehr gut mit umgehen. Nicht? Sehr gut. Also alles Gute. Dankeschön. Richtig aus. Sie auch bitte an Ihre Frau. Danke. Tschüss. Ganz versteckt in einer Ecke der Baumschule. Hier hat Gerd Eiting sein Reich. Der Rhodomann. Hier werden die Prototypen produziert, so wie bei den Autofirmen. Eigentlich ist das hier das Labor oder ich bezeichne das hier mal als der geheime Garten. Jedes Jahr kreiert er hunderte neue Sorten. Jetzt brauchen die Babys Nahrung. So kleine Pflänzchen brauchen eine gewisse Pflege zu Anfang. Späterhin sind die kleinen Rhodos eigentlich recht pflegeleicht. Nur 2-3% der Setzlinge schaffen es hinterher in die Serienproduktion. Unser Seniorchef, der Vater von unserem jetzigen Herrn Bruns, der sagt immer, ihr müsst die kleinen Pflanzen behandeln, als wäre es eure Kinder. Und den Spruch habe ich mir eigentlich verinnerlicht.
Die kleinen Pflanzen stehen frühestens in 10 Jahren im Verkaufsregal. Das ist so wie ja, Kindergarten, Schule und dann kommt das große Leben. Eine Rhododendronzucht, das ist etwas sehr Seltenes in deutschen Baumschulen. Denn so eine Zucht ist aufwendig und kostet. Ich denke mal, mein Job ist ziemlich einmalig. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber es hat sich so ergeben, sagen wir mal. Ja. Rhododendron ist einfach so mein Leben. Der Chef ist auf dem Weg zu Tulum, dem Taufpaten für die neueste Rhododendron-Schöpfung. Tulum ist 88, im Sommer wird er jetzt 89 Jahre alt. Er ist einfach ein Original, ein Unikum. Er ist hier auch sehr bekannt, weil er einfach viel angeregt hat. Er hat ja hier auf diesen Kanälen, an denen wir langfahren, ist ja mal angefangen und hat Frachtgüter, also Baumaterial, transportiert und sie zum Kunden gebracht. Rolf Trauernicht wird seit seiner Kindheit nur Tulum genannt. Herrlich, ne? Wunderbar. Das hat... ja. Mann, moin Tulum. Schön, dich. Hallo, schön, dich zu sehen. Ein paar Wochen nicht gesehen. Nee. Geht's dir gut? Ich freue mich. Ja, ich mich ja, auch. Wenn ihr kommt, geht's ja. Mir besonders gut. Ja, das freut mich. Ja, ich freue. Ich habe dir was mitgebracht, Tulum. Wir wollen dich gerne überraschen mit einer Rhododendron-Taube. Das ist schön interessant. Tulum. Der Rentner hatte früher ein riesiges Bauunternehmen. Er war einmal Chef von über 1000 Mitarbeitern. Und gilt als der Initiator des sogenannten Lückenschlusses der Autobahn A31. So, wir gehen mal. Oh, das ist aber nett. Du hast da hinten schon eingedeckt. Ja. Im Ruhestand ist er zum Gartenfan geworden. Geht das so? Ja. Wir kennen uns schon 30 Jahre. Also das ist wirklich eine lange Zeit. Und wir haben uns schon durch meinen Vater kennengelernt. Und wir waren häufig bei dir zu Gast, Tulum. Und haben immer deine Gastfreundschaft sehr genossen. Weißt du noch, als Willy Bruns, mein Vater? Ja, denke ich gerne dran zurück. Ja, Willy war eine Persönlichkeit, die es selten gibt. Und meine Mutter hast du ja auch noch gut gekannt. Und ja, natürlich. Ist ja wunderschön, dein Garten, nicht? Ja. In seinem Gartenparadies stehen nur Bäume von Bruns. Genießen wir schon. Wir würden ganz gerne mit dir eine Rhododendron auf den Namen Tulum taufen. Das ist eine Überraschung. Und da habe ich ein paar Bilder gemacht. Und ich will dir die Sorte mal zeigen, ob sie dir gefällt und ob du damit einverstanden wärst. Das ist aber nett. Also, das ist eine Rhododendron. Das ist hier aufgenommen bei uns im Rhododendron-Park. Und also das ist eine sehr gesunde Sorte. Sieht man hier. Da hat ganz gutes Blatt. Und er hat diese besondere Blüte mit dieser, mit dieser Zeichnung. Oh. Oh ja, das ist eine. Später einmal soll es Tulum in Gartenmärkten in ganz Deutschland geben. Ja. Also aus frischer Gemütlichkeit hält stets ein Täschchen Tee bereit. Ja, das schmeckt doch gut hier. Ja. Wenn wir Besuch haben, die fragen nicht, ob Kaffee oder Tee. Bei uns gibt es Tee. In einer Woche wird getauft. Also, mach's gut, tschüss. Und schöne Grüße. Danke, tschüss. Tschüss, Jan-Dieter. Er macht das super. Jan-Dieter macht das super. Und ich habe schon viel von ihm gelernt. Er ist ja weltweit tätig und muss sagen, da können wir ganz stolz sein, dass wir in unserer Nähe so eine Firma haben. Nicht, wo auch viele Arbeit und Brot finden. Das ist wichtig für den Menschen. Zwischenstopp bei einem Neukunden. Herr Brücker, schön. Ich bin gerade in Hamburg und ich dachte, Sie hatten angerufen, dass Sie in Ihrem Garten was verändern wollen. Ganz genau. Lars Brücker wohnt am Alsterlauf an der Grenze zu Schleswig-Holstein. So, darum geht's. Oh ja, schöne Stelle. Meine Kinder sind aus dem Haus. Ich brauche keinen Fußballplatz mehr hier. Hm. Wenn man sich von hier oben gerade die Fläche mal anguckt, dann ist es halt doch relativ langweilig. Man guckt eben auf ein großes Stück Grün. Und das Ganze würde ich gerne ein bisschen mehr strukturieren, den Garten ein bisschen mehr Räume schaffen, sodass man mal sagen kann, so, ich kann ein bisschen schöner durch den Garten wandeln. Also dieser Garten, der ist natürlich schon sehr schön. Und so wie er gewachsen ist, gefällt er mir an sich. Also es ist nicht so einfach, jetzt da neue Bäume zu positionieren ohne diesen Blick. Diese Blickachse würde ich persönlich gerne erhalten wollen. Also muss man vorsichtig machen und überlegen, was man genau weniger ist vielleicht manchmal mehr, lieber zwei schöne solitäre. Ja. Der Baumschulchef hat schon Kunden auf der ganzen Welt beraten. Vom englischen Star-Architekten bis zum russischen Milliardär.
Und er ist Stammlieferant vieler Prominenter. Michael Stich, Kurt Masur oder Familie Fehlmann, alle haben Bäume von Bruns. Meine Vorstellung ist ein Baum mit einem gewissen Abstand zur Hecke, sodass er natürlich auch die Nachbarn nachher nicht durch Äste und so weiter irgendwie nervt. Die Kirsche, die würde ich umpflanzen oder ganz wegnehmen. Ja. Dann hier einen weiteren Baum. Doch sehr zugewachsen. Aber sehr romantisch. Ja, wildromantisch. Wildromantisch, schön. Ja. Sagen Sie, und kann man echt mit dem Paddelboot ganz runter paddeln? Bis zur Elster? Wenn Sie genug Zeit haben. Jan-Dieter Bruns nimmt sich gern die Zeit, einen Kunden kennenzulernen. Denn erst dann kann er die richtigen Tipps für den Garten geben. Ich würde hier auch nicht in diese Superdimension gehen, sondern das muss auch passen und hier reinpassen. Insofern denke ich, dass wir da in so eine mittlere Pflanzengröße nachher gehen werden beim Aussuchen. Was heißt für Sie mittlere Pflanzengröße? Mittlere Pflanzengröße heißt, dass die sind auch schon 7-8 Meter hoch, aber sind vom Gewicht her so, sagen wir mal, bis zu 700-800 Kilo oder bis zur Tonne. Und dann, das würde ich so als begrenzenden Faktor sehen. Ja. Oft macht er mit den Kunden eine Tour durch die Baumschule. Denn Bruns weiß, wer einmal zufrieden war, bestellt immer wieder. Und sieht bei so einer Rundfahrt vielleicht etwas, was er noch zusätzlich gebrauchen könnte. Dafür brauchen wir so 3-4 Jahre. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, was man aus Pflanzen alles machen kann. Und entscheidend sind immer auch in unserem Beruf die Nischen. Immer das Besondere, das Spezielle. Und diesen Dingen gegenüber offen sein und sich Dinge einfallen lassen, um sich auch im Markt abzuheben und das Besondere zu bieten. Die Baumschule ist bekannt für ihr fast unendlich großes Sortiment. 40.000 Pflanzenarten in den unterschiedlichsten Formen. Und hier auf der linken Seite sehen wir große Hainbuchentorbögen. Aber die sind jetzt erst gepflanzt und die können wir dann, ich denke mal, so in 2-3 Jahren wieder verkaufen. Aber das ist natürlich was Besonderes, so große Torbögen. Und ich denke, so, dass ein Kunde kommt vielleicht, der sagt, ich brauche nicht nur einen, sondern ich will die ganze Allee, um irgendeinen besonderen Effekt. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, dass man nicht nur eine Einzelpflanze verkauft, sondern wenn die das sehen, wie es aufgebaut ist, nicht nur eine kaufen, sondern ich kaufe dann alle 20, die hier stehen. Also hier hätten wir verschiedene Ahornsorten. Also das ist hier einmal die amerikanische Azorubrum. Und der linke wird noch größer, so 15, 18 Meter. Die haben auch schon eine schöne Größe. Der rechte Baum hat eine schönere Herbstfärbung, würde ich sagen. Dieser ist mehr gelblich, der andere ist mehr rötlich. Also den könnten wir noch bewegen im Grundstück. Also der hat 35 cm Stammumfang. Ja. Wissen Sie, wo der so original vorkommt? Der kommt aus Kanada, Amerika. Okay. Ja, also so ein klassischer Indian Summer Baum. Ja, also genau, dafür ist er gedacht. Ja. Ist er wirklich. Der Ahorn ist 15 Jahre alt. Ihn gibt's für 2000 Euro. Also der hier ist auch eigentlich ganz schön, oder? Ja, der andere ist etwas höher und etwas witziger noch. Ja. Also ich würde auch den ersten. Ja, der erste, ich finde auch, der ist ganz toll. Transport und das Pflanzen durch einen Gärtner muss der Kunde noch zusätzlich zahlen. Ja, was hat der schon, über eine Tonne? Oder? Ja, der wiegt schon so ein bisschen was. Aber den könnte man noch hinkriegen. Also binden können wir ihn und von der Breite würde es passen. Wenn man jetzt hier mal so diesen Baum anguckt, ja, da kommt Freude auf, kann ich sagen. Also das ist so das, was ich mir wirklich vorgestellt habe. Wieder zwei Bäume verkauft. Mittlere Größe. Aber bei Bruns gibt es auch die große Größe. Diese Kiefer wurde vor 40 Jahren gepflanzt. Noch von Jan-Dieter Bruns Vater. Dadurch, dass die Pflanze alle 3 Jahre umgepflanzt wird, sind die Wurzeln oder die Wurzeln, die das Wasser aufnehmen, ziemlich dicht an dem Stamm. Dadurch, dass sie immer wieder gekappt werden und sich neue Wurzeln bilden. Bei einer Pflanze im Wald werden die Wurzeln, die das Wasser aufnehmen, ja, ich sag mal 3-4 Meter oder 5 Meter von der Pflanze entfernt. Manchmal verkauft Jan-Dieter Brun sogar noch Bäume, die sein Großvater in die Erde gesetzt hat. Und pflanzt selber Bäume, die erst seine Kinder oder Enkel verkaufen werden. Das ist der Grundsatz des Familienunternehmens. Jeder hier denkt auch an die nachfolgenden Generationen. Und das lohnt sich. Der 8-Tonnen-Riese zum Beispiel bringt jetzt 15.000 Euro. Er geht nach Bayern. Und man kann vorher nie sagen, wie lange sowas dauert. Das ist also immer schlecht zu planen. Da kann man wenig zu sagen. Manche binden sich gut, manche binden sich gar nicht gut. Manche Äste, die drückt man so ein bisschen, dann knacken die schon. Andere sind wieder ganz
flexibel und leicht zu binden. Und dieser anscheinend geht ganz gut. Da habe ich noch nichts gehört, da knackt nichts. Aber das sind eben alles Sämlinge, alle verschieden. Fallen wie wir Menschen auch, die Bäume auch fallen alle verschieden aus. Manche sind so im Versand gut zu handeln und andere stellen sich so ein bisschen an, sind so ein bisschen widerspenstig und empfindlich. Jetzt noch Gurte rüber, Transportsicherung für die Straße und dann geht's ab. Jan-Dieter Bruns ist inzwischen 60 Jahre alt und leitet die Baumschule seit 36 Jahren in vierter Generation. Hallo Michel, passt ganz gut. Wir haben gleich Tullum, der kommt gleich zu uns. Und ein bisschen. Also nicht, weißt Bescheid, fährst mit Tullum hinten durch den Park und hinten an dem neuen Teil, an den Teichen vorbei und kommst dann hinten beim Pavillon an. Ja, das ist mein jüngster Sohn Michael, der schon immer mal mithilft, hier gerade im Rhododendron-Park die Kunden zu führen und sie durch den Park zu führen. Er kennt sich schon ganz gut aus. Michael geht noch zur Schule, aber in den Ferien hilft er regelmäßig in der Baumschule mit. Das wird zu warm. Ja, da muss frische Luft ran. Vielleicht wird er einmal der neue Chef der Baumschule. Drei Söhne und eine Tochter hat Jan-Dieter Bruns. Ach, hallo Jan-Gerd. Hallo. Na, wie ist es gewesen mit deiner Klausur? Ja, ganz gut. Zum Glück sind da jetzt Semesterferien. Ja, kannst du laut sagen. Ne? Ja. Was habt ihr heute Morgen geschrieben? Jan-Gerd ist der älteste Sohn im Baumschulimperium. 2 Stunden. Oh, das ging ja noch. Ja. Jetzt hast du erstmal Ferien, ne? Jetzt ist endlich Schluss. Aber Montag geht's bei Big Dutchman los, ne? Genau, ein Praktikum. Hast du Ulrike gefragt? Ja. Noch nicht. Muss der noch. Der ist zurzeit im Studium, also er hat eine Gärtnerlehre, Abitur, dann eine Gärtnerlehre gemacht und ist jetzt im Studium in Osnabrück. Das ist so ein Wirtschaftsingenieur im Horti-Business, heißt das. Und das ist so eine Mischung aus BWL und Gartenbau. Das ist so eine Perspektive, um später mal mit einzusteigen. Sowas. Ja, so geht's immer weiter, nicht? Dann ist es die 5. Generation jetzt, die nachwächst. Und insofern ist es schon gut und schön auch, dass es so geht. Nochmal eben beim anderen Bruns aus Bad Zwischenahn vorbeischauen. Aal Bruns, auch ein Traditionsunternehmen, gleich um die Ecke der Baumschule. Also du machst jetzt auch, ne? Ja. Moin Fied. Hallo. Ja. Ja. Bist du gerade frische Aale? Ja, hast Schwein, kommen gerade ein paar lebende Aale. Zur Rhododendron-Taufe wird nachher Aal serviert. Typisch ammerländisch. 40 Aale von Bruns für Bruns. Das geht mal eben auf dem kurzen Dienstweg. Unsere Urgroßväter waren sogar Brüder. Sind beide 1876 angefangen, der eine mit der Baumschule und der andere mit der Aalräucherei. Das ist also wirklich noch Verwandtschaft. So. Jetzt bist du aber da. Und wie beim Baumschulchef sprießen auch bei Fiete Bruns immer neue Ideen. Ja. Das ist so wie Autostopp. Ja, das sollte ja an die Straße. Aber für unsere Bäume wäre das ein bisschen schwer. Da müsste der Armdecker sein. In Las Vegas hast du das gesehen. Da steht doch da der Renault-Männer an der Straße. Stimmt. Ja, ja. Und ich bastel ja gerne was da. Ja. Ach, da unten ist der Elektromotor. Ja, erstmal, das ist wieder das Fototyp. Ja, ja. Was ergibt viel, ne? Ja, was du dir alles einfallen lässt, du. Wir haben heute Abend nämlich eine Rhododendron-Taufe. Ach ja. Und da haben wir 40, 50 Gäste zu eingeladen. Also wir brauchen so 40 frische Aale, nicht? 40, 50 frische Aale. Die frisch geräucherten Aale liefert Fiete Bruns direkt zur Rhodotaufe. Jetzt trocknen wir noch ein bisschen. Und wenn das Feuer jetzt ordentlich durchgeglüht ist, dann kommt da Sägemehl, Sägespäne drauf. Eine Rhododendron-Taufe ist immer ein Ereignis. Ja, sieht gut aus. Eine Pflanze, die es bisher noch nirgends zu sehen gab, wird der Öffentlichkeit präsentiert.
Der kritische Blick auf die neue Blüte. Zum allerersten Mal. 50 Gäste sind geladen. Sagen wir mal, Doris, sagen Sie mir mal den Aal, ob der auch gut aussieht. Oh, den haben Sie gut sortiert. Was? Ja? Hoffentlich reicht das. Aber wir haben noch so ein Paket. Ja, ja, ja. Hat er gut gemacht. Ja, ist wirklich. Sieht lecker aus. Vor der Taufe gibt es natürlich auch eine kurze Rundfahrt. Der 88-jährige Tulum darf im neuen Golfwagen mitfahren. Also, ich habe in meinem langen Leben schon sehr viele Ehrungen erfahren. Und diese ist wohl die schönste. Und die blüht so wunderbar, leider nur kurz, ne? Und einmal im Jahr. Und einmal im Jahr treffen wir uns auch hier und da bin ich immer gerne dabei. Nein, das ist zu früh. Also das kann man noch nicht erwarten, dass im Mai schon die Rosen ausgehen. Nee, in 4 Wochen. Also es ist wirklich für mich eine besondere Ehre und eine große Freude, heute mit dir hier zu taufen. Und ich denke, die Region und der Nordwesten hat dir viel zu verdanken. Das Besondere an dieser Pflanze Tulum ist das Auge. Das kommt von dieses Auge in der Blüte. Ich nehme mal eine ab. Ja. Und das Besondere ist dieses Auge hier in der Blüte, nicht? Und das macht es besonders aus. Ganz toll. Also ich hoffe, dass du viel Spaß dran hast. Und wir kommen natürlich, Maria und ich, wir wollen eine einpflanzen. Ja, natürlich. Und einen Tee trinken mit dir. Ja, natürlich. Machen wir, nicht? Mit Klunche. Mit Klunche. Hey, wenn ihr Klunche, dann Idee. Ja, genau. Hey. Also, Tulum, du musst ja immer, du brauchst ja ordentliche Gläser zum Taufen. Ja. Jetzt geht's los? Jetzt geht's los. Ich taufe diese schöne Pflanze auf den Namen Tulum. Wunderbar. Danke. Guten Appetit. Die habe ich heute Morgen für euch ausgesucht. Die sind frisch aus dem Rauch gekommen hier. Die haben wir heute Morgen handverlesen. Was für ein Tag. Ganz nach dem Geschmack von Jan-Dieter Bruns, dem Herrn der Bäume. Tulum hat eine große Familie. Er hat schon gesagt, wir sollen ordentlich produzieren. Wir wollen alle Tulum im Garten pflanzen. Und unsere Freunde hier, die auch dabei sind, wollen natürlich auch eine haben. Aber das ist, und Tulum ist auch ein schöner Name.